zwei Sekunden wird ein Mensch auf dieser unserer Erde zur Flucht gezwungen. Einer von 110 Menschen weltweit ist von Flucht und Vertreibung betroffen. Und 9 von 10 Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern. Und vor was fliehen die denn? Du weißt das, Willi. Vor unseren Waffen, vor unseren Finanzspekulationen, vor unserer Ausbeutung der Erde, auf der sie leben. Wenn man sich die europäische Geschichte ansieht, schreibt der von mir sehr geschätzte Philosoph Jürgen Wertheimer, wirkt es weit eher so, als seien wir die Erfinder eines Perpetuum mobile der Kriege, die wir seit Jahrtausenden in allen Variationen durchdeklinierten und in die Welt hinaustrugen. Die europäische Kolonisation erfasste die gesamte Welt und stellt eine einzige Grenzüberschreitung der Außengrenzen anderer Länder dar. Und jetzt rufen ausgerechnet wir nach strikter Wahrung und Sicherung unserer Außengrenzen, nachdem wir über Jahrhunderte das Gefüge der Welt aus dem Lot gebracht haben. Bei all dem Beruf, die uns noch gebetsmühlenartig auf unsere christlich-abendländischen Werte, die notabene allesamt orientalischer Herkunft sind. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass die Bibel und das Neue Testament in Berlin oder in München geschrieben wurden. Was ist geschehen seit jener großartigen Bürgerbewegung der Willkommenskultur, die uns hoffen ließ, dass der Neoliberalismus doch nicht den letzten Rest vom Mitgefühl aus den Herzen der Menschen verjagt hat? Ein eigentlich völlig selbstverständliches Mitgefühl für gejagte, verfolgte, hungernde, gepeinigte, verletzte Menschen, das nur psychisch völlig verrohten und gestörten Wesen nicht zu eigen ist. Gewissenlose Potentaten, die schnell die Chance erkannten, ihre bröckelnde Machtposition wieder zu festigen, schlugen erbarmungslos zu. Mit Parolen und Fake News, mit vorgeschobener Bürgernähe und fahnenschwenkenden Unsinn. Sie wussten wohl, was für Ängste in den von einem gnadenlosen Kapitalismus verunsicherten Bürgerinnen lauerten. Und wer seine Identität nicht in seinem tiefsten Feld selbst wahrnehmen kann, sucht sich Identität bei Identitären. In Volk, Nation und Vaterland. Wir waren doch auf einem guten Weg, diesen gefährlichen, ja tödlichen Wahn zu besiegen. Haben wir es versaut? Gaulands Vogelschiss ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, das schon vorher bis zum Rand gefüllt war mit Herzlosigkeit und Verharmlosung der Nazi-Diktatur. Es wird Zeit, dass wir dafür sorgen, dass die braune Brühe nicht noch weitere Landstriche überschwemmt. Vielleicht erscheint der Widerstand vielen sinnlos und mancher mag sich sagen, was kann ich denn schon tun, alleine, ohne Gleichgesinnte. Und denen, liebe Freunde, gilt es jetzt Mut zu machen. Denn die mit dem Herzen denken sind, und da bin ich mir ganz sicher, immer noch in der Überzahl. Aber schrecklich verunsichert und vor allem nicht annähernd so lautstark. Und nach wie vor glaube ich, dass eine spirituelle Revolution am Wachsen ist. Und mir kommt dieses ganze Macho-Gehabe verunsicherter Männlein wie Trump, Erdogan, Putin, Kim, Orban, Gauland, Strache, Söder, wie sie alle heißen mögen. Liebe Freunde, mir kommt das wie das hoffentlich letzte große verzweifelte Aufbäumen des Patriarchats vor. Nicht jeder, der jetzt begeistert den Neofaschisten, Identitären und Nationalisten hinterherhechelt, ist ein Nazi. Aber sie haben sich in ihrer zunehmenden Blindheit die Nazi-Brille aufsetzen lassen von den Höckes und Straches und Salvinis und Le Pens. Lassen wir uns von ihnen nicht ins Boxhorn jagen. Lassen wir uns nicht verführen von den sogenannten Führern. Widerstehen wir mit all dem, was uns als menschlichen Wesen gegeben ist, an Mitgefühl, Verstand, Poesie und Zärtlichkeit. Lassen wir uns nicht entmutigen. Deutschland weint, wenn Mexiko im Fußball gewinnt und schaut weg, wenn 600 Flüchtende im Meer ausharren und Italien die Häfen dicht macht. Ich danke den Spaniern und den 2000 Helfern, die am Hafen von Valencia bereitstanden, um die Menschen aufzunehmen. Und jeder einzelne von ihnen
Jeder einzelne von Ihnen ist wertvoller für eine menschliche Gesellschaft als Ihr unmenschliches Taktieren, Herr Seehofer. Kräfte mit demokratischer Hilfe an die Macht kommen können. Ja, das geht nicht. Wir müssen unbedingt aufpassen. Aber ich gehe ja noch weiter. Ich bin auch heute Anarchist. Ich träume von einer herrschaftsfreien Welt.
müssen wir alle dran arbeiten, alle miteinander. Die herrschaftsfreie Welt schaffen wir nur, ja, wenn wir sie uns nicht ausdenken, sondern wenn wir sie machen. Und wenn wir dieses alte, 10.000-jährige Patriarchat endlich zum Teufel schicken. Ja, es ist vorbei. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn Sie dann in lauten Tönen saufen ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Die Geschichte wieder richtig, Phasen von Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Pimmel oder Sänger, Bänke oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 60 oder 100, sei du erschreckt verwundert, Turme, Zürme, misch dich ein, sage nein. Wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wir, wie der Rheins dann heim und her, tritt nicht ein in den Verein, sage nein. Die in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben. Hab dann keine Angst zu schreien, sag nein. Ob als Männer oder Sänger, Bäcker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt verwundert, Tode, Zürne, misch dich ein, sag nein. Ob als Männer oder Sänger, Bäcker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, ob du 6 bist oder 100, sag ich nur erschreckt verwundert, Tobe, Zürne, misch dich ein, sag nein! Sag nein! Zu umarmen und das ist mir unglaublich wichtig, gehe normalerweise runter. Aber es schaut jetzt schwer aus. Also gut, ich komme. Brahmanen, auch Brahmaninnen natürlich gehört.
So viel Zeit muss sein. Keine Parolen. Schenk lieber noch mal ein. Das ist ein Fest. Ohne Marschmusik und Fahnen. Ohne Waffen und Grenzen. Lieber grenzenlos Wein. Das geht's ja machen. Muss nicht ein Kirchentag sein, das geht auch beim Wetterkonzert. Umarmen wir es jeden. Ich hab's dem Bernd Höcke angeboten. Wenn er aufhört mit seinem Schmarrn, würde ich ihn umarmen vorher. Vielleicht wird's ja was helfen. Der uns braucht in dieser bitteralten Zeit. Lascia dirgli le parole, lascia entrare, cresca l'uomo.